Begrüßungsfest für die Schauspielerinnen, Schauspieler und die anderen Beteiligten der Gandersheimer Domfestspiele 2016. Zum Festspielteam gehören rund 80 Beschäftigte, 31 davon werden auf der Bühne stehen. Seit 2 Wochen laufen die Proben und am 27. Mai soll es losgehen. Wie man hier hinter mir auch sehen kann beim Begrüßungsfest, ich glaube, wir haben tolle Leute in diesem Jahr da. Wir haben spannende und für uns auch große Stücke mit Highway to Hellas, eine Uraufführung, Musketiere, große Besetzung, Kirschgarten, ein tolles Stück von Tschechow, was gerade viel Spaß macht zu proben, das inszeniere ich ja. Michel aus Lönneberger, klar, das ist ein Klassiker, da kann man sich sowieso drauf freuen. Und wir haben auch Wiederaufnahmen, die Komödien Harmonisten nochmal zu sehen. Und auch Judas ist zu sehen hier bei den Domfestspielen. Also ich glaube, das wird wieder eine große Saison. Wieder mit dabei in Bad Gandersheim ist die Sängerin und Schauspielerin Franziska Schuster, die vor kurzem noch in Wien auf der Bühne stand. Und was darf das Publikum von ihr erwarten? Wieder jede Menge. Ich bin ja wieder in 2 Stücken dabei, wie wir alle. Zum einen in Die 3 Musketiere, da werde ich die Constance spielen. Das ist die junge Geliebte von D'Artagnan, die leider am Ende Opfer der Geschichte wird. Und ich hoffe, dass ich, also ich finde noch, ich suche noch, ich schaue mir gerade die Figur noch an, ich lerne sie gerade kennen. Genauso wie in Highway to Hellas, das ist ja die 2. Produktion, die ich dieses Jahr mache, wieder eine Eigenproduktion, wo alle Beteiligten noch nicht genau wissen, was da auf uns zukommt. Wir suchen, wir erfinden, wir finden, wir schmeißen wieder weg. Wie das so ist in so einem Stück, was noch nie jemand vorher gemacht hat, hat man eben einfach alle Möglichkeiten. Und insofern, was ich aber schon mal sagen kann, es wird sehr komisch. Es wird sehr unterhaltsam. Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf. Und wieder bringt ein Tag für uns sein Licht. Udo Eichelmann, Sänger und Schauspieler und zum ersten Mal bei den Domfestspielen dabei, hat große Erfahrung beim Musiktheater. Und worauf dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer vor der Stiftskirche freuen? Die gibt es nicht. Spannung, Action, Fechtduelle, griechische Lebensfreude. Denn ich bin dieses Jahr in 2 Stücken dabei. Einmal in 3 Musketiere als Athos, einer der 3 Musketiere tatsächlich. Und in dem deutsch-griechischen Musical Highway to Hellas werde ich den griechischen Bürgermeister Spiros geben. Sie sind das erste Mal bei den Domfestspielen. Genau. Was wissen Sie schon und worauf freuen Sie sich besonders? Was ich weiß, ist, dass der Ort toben wird, wenn die Festspiele hier anfangen. Das hört man weit hinaus ins Land, dass hier dann wirklich der Bär tobt. Und das ist auch das, worauf wir uns freuen, dass wir hier vor vollem Haus spielen können und die Massen begeistern können. Intendant Christian Doll wird nach dieser Spielzeit zu den Festspielen in Schwäbisch Hall wechseln. Und wie ist seine aktuelle Gefühlslage? Also im Moment habe ich gar nicht das Gefühl, ich höre auf, sondern ich fange ja wieder an. Das ist ja jedes Jahr das Gleiche, dass man erstmal loslegt. Aber tatsächlich ist eine Sache vielleicht ein bisschen neu oder anders, ist, dass ich alles nochmal ganz, ganz bewusst mache. Und wenn heute das Begrüßungsfest ist und das zumindest für mich als Intendant mein letztes Begrüßungsfest ist, dann genießt man das noch etwas mehr. Also schlechter ist auf keinen Fall. Ist eher noch schöner und noch genug. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Die 58. Gandersheimer Domfestspiele dauern vom 27. Mai bis zum 24. Juli. Karten gibt es im Internet über eine Ticket-Hotline und in der Touristinformation gegenüber von der Festspielbühne. Infos auch immer wieder auf dieser Homepage.